Ja, hoch ist. Deswegen ist auch umso wichtiger, dass man hier direkt, sage ich mal, schon mit 20 Flakons startet. Also es ist ein bisschen härter alles, aber es wird uns alles jetzt nicht unbedingt umbringen. Ja. Können wir auch mal reingucken. Mal gucken, ob die Ratte hier drauf ist. Fällt aber auch sofort um. Wir können die Seelen einsammeln, die uns jetzt nicht besonders viel bedeuten und geben. Sämtliche Abkürzungen, alles was wir vorher kennengelernt haben, geöffnet haben, ist alles weg. Ne? Lässt sich einfach nicht mehr öffnen. Aber man ist etwas flexibler in der Vorgehensweise. Man kann jetzt hier wirklich entscheiden, was man machen will. Ja, und ich will Folgendes machen. Ich erkläre es euch kurz. So. Ich will jetzt hier erstmal so schnell wie möglich hoch. Und möchte mir so schnell wie möglich den Weg... Bruder, hier ist der rote Drache wieder. Den Weg... in Richtung roter Drache freischaufeln und möchte erstmal dem einen tollen Eid beitreten. So. Warum ist das Feuer eigentlich so klein? Kann mir das mal einer erklären? Habe ich das nie hochgepusht? Was bin ich denn für ein Depp? Ja. Gut. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen, ja. Das geht ja gar nicht. Na. So, das können wir mal rausnehmen. Das ist jetzt natürlich die richtige, genau das, der richtige Zeitpunkt, um die Aushöhlung umzukehren. Ah, nein, ich habe ja das Ritual noch gar nicht, Depp. Ja. Stimmt. Also das kann er jetzt alles noch nicht. Ne? Also man könnte sogar Folgendes machen, man könnte sogar in die Katakomben absteigen als allererstes, ja, und könnte sich auf jeden Fall dieses Ritual wiederholen, weil das ist wirklich das Geilste, was man braucht eigentlich. Ja? Also das ist eigentlich das, was man sich eigentlich direkt holen sollte. Ja? Wir können das ja vielleicht noch machen, schnell direkt. Ja? Jetzt aber nicht sofort. Wir machen jetzt erstmal so anderweitig ein bisschen weiter. Und zwar... werde ich jetzt hier, wie gesagt, den Taurus-Dämon umgehen, ja, und werde mir direkt den Wolfen Sif vornehmen. Das hat den ganz einfachen Grund, ja, dass wenn ich den gemacht habe, dann habe ich auf jeden Fall den Ring des Abgrundschreitens und dann kann ich jederzeit mir diese vier Könige holen, sobald ich das Herrschergefäß habe. Ja, weil da unten ist ja noch ein Covenant, was ich brauche. Hätte ich alles richtig gemacht im ersten Durchgang, wäre das gar nicht so stressig für mich. Dann könnte ich mich etwas mehr entspannen. Ja, aber ich will das jetzt alles ein bisschen zügiger hier angehen. So. Dann laufen wir hier durch. Vielleicht kriegen wir auch direkt eine Invasion. Dann können wir gleich ein bisschen PvP machen. Ist ja auch ein bisschen witzig. Ja. Also. Also ich sag mal so. Ja, es tut schon ein bisschen mehr. Autsch! Ah! Direkt gestorben, ja. Oh, da hinten ist der Nebel angegangen. Das heißt, es hat sowieso gerade einer versucht einzubrechen. Gloomhord ist in sein Haus, ja. Und stirbt mal direkt, ja. NG Plus, okay, es ist doch härter. Alles klar, ja. Ich will trotzdem nicht so hasenfußmäßig hier rumlaufen. Das macht keinen Spaß. So, ein 6er Flakon haben wir. Da hinten haben wir 100.000 Seelen hingelegt. Ja, das heißt, die holen wir jetzt erstmal ein bisschen safe. Ist alles nicht so schwer. Alles total easy hier. Oh, hau bloß ab, Meister. So, die Seelen hätten wir. Ich glaube, was ich hier so gerade so treibe, ist vielleicht... Vielleicht soll ich doch sagen, nee Leute, echt, das ist so schwer. Passt bloß auf hier, ja. sonst könnt ihr ja blaues Wunder erleben, ja. Sehr geil, ja. Wie lange man sowas nicht mehr gespielt hat auf diesem Schwierigkeitsgrad, das merkt man erst, wenn man es mal wieder gemacht hat. Ja, dann denkt man sich so, oh ja, alles locker flockig. Okay, wollen wir eigentlich ein bisschen aufsteigen? Da geht ja gar nichts, ja. Das ist ja lächerlich, ja. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo ich momentan investieren sollte. Ich möchte mir auch sowieso erstmal die ganzen Wunder kaufen. Ich möchte die Trophy haben. Was anderes ist für mich jetzt erstmal völlig irrelevant. Ja. So, also. Also, merken. Man ist gut. Man hat gutes Equipment. Man
steckt trotzdem verdammt, also man muss relativ viel einstecken, nichtsdestotrotz. Ja, man sollte doch ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall den Jungs ein bisschen aus dem Weg gehen, weil, ihr seht, jeder Hit tut weh. Und saugt auf jeden Fall jede Menge Zeug einmal. So, hier gibt es noch ein paar Bomben, die können wir uns ruhig noch mitnehmen. Ne, da steht er, genau. So. Ich werde jetzt auch ein bisschen versuchen, ein bisschen schneller einfach zu spielen. Wie gesagt, es ist im Prinzip ist alles gesagt, die ganze Welt habt ihr jetzt einmal gesehen. Also ihr wisst, wo was ist. Ich meine, ihr könnt es so spielen, wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn ihr denkt, ja, das, was der Blue Mod da macht, das hat Hand und Fuß, das ist coole Sache, das machen wir jetzt auch mal so. Macht es gut. Das geht alles. Oh, Generalschlüssel. Achso, man sollte natürlich auch gewisse Schlüssel sich auch ganz normal wieder besorgen. Ne? Also jetzt zum Beispiel habt ihr gesehen, ich habe das mit dem Generalschlüssel geöffnet. Man sollte durchaus am Anfang, falls man noch irgendwie Zauber kaufen will oder sowas, ne? Den guten Zauberer, den kann man unten, boah ey, was die Pfeile reinschmettern. Ja? Frechheit. Den kann man nur mit dem Anwesenheitsschlüssel oder mit dem Anwesenschlüssel befreien. Ja? So. Okay. Ich weiß nicht, den Ritter da unten. Nein. Der ist jetzt eigentlich kein Akt. Ja. Doch. Da geht doch. Der erste graue Brocken im NG Plus. Schaving. Nach NG Plus sollte man auf jeden Fall in der Lage sein, man kriegt hier so viele Seelen gesammelt, wenn man wirklich jeden Boss legt und alles fein säuberlich macht. Dann soll man auf jeden Fall mindestens Level 130 erreichen. Das denke ich schon ist möglich. Muss man aber nicht. Also es ist durchaus legitim, bei Level 125 zu stoppen. Das ist, sag ich mal, das eigentlich offizielle PvP-Level, festgelegt von der Community. Deswegen nenne ich es mal offiziell. Ja. Auch die ersten Sachen eingesammelt. Also, ich bin einer, ich lasse das hier zu. Ne? Das bleibt. Das mache ich nicht. Ja? Das mache ich deswegen nicht, weil ich A, es nicht brauche, B, solange dieser Boss steht, kann ich hier jederzeit auch hosten für PvP. Das heißt, ich brauche mich hier nur reinzustellen und brauche auf Invasion zu warten. Und da gibt es genügend, die man kriegt. Ja? Mit dem Generalschlüssel gehe ich zu meinem speziellen Freund Havel, der mit Sicherheit auch jetzt ein bisschen mehr auf der Kiste hat, ja, aber ich habe auch mehr drauf. Das kannst du aber singen, Habel. Ja. So. Also zumindest braucht man jetzt nicht mehr 10 Minuten, um den zu legen, wie ich das am Anfang immer gemacht hatte. Ja, das geht jetzt schon ein bisschen zügiger vonstatten. Taktik bleibt dieselbe, man versucht halt hinter ihn zu kommen. Flatsch. Sticht halt ordentlich zu. Man sollte natürlich immer aufpassen, ne? wenn der zuschlägt, der ist gefährlich. Ja? Also bleibt er nach wie vor. Ja? Aber man nimmt ihm halt wesentlich mehr Leben jetzt ab. Ja? Na komm her. Na komm. Wie gesagt, damals mit dem unaufgebesserten Schwert von Astora oder Astoria oder wie es heißt. Uiuiui. Ja. Ach, Habel, jetzt machen wir keinen Heckmeck hier. Komm. Schlimm. Ja, wenn er so an der Wand rumfuchtelt, ne, dann kommt man an dem nicht vorbei. Komm her jetzt. Ja, sehr gut. Shit. Shit, 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 shit hinter ihn. So, jetzt. Klatsch. Das könnte natürlich jetzt immer die Frage auftauchen, ja, kann man jetzt irgendwie stacken, die zwei Habelringe? Ehrlich gesagt, bevor es einer fragt, ich weiß es nicht. Wir gucken uns das mal an. Wo ist der zweite? Da.
Man kann ihn nicht mehr anlegen. Okay. Also, stacken tut's nicht, weil man es nicht anlegen kann. Achso, hier raus. So, so, damit man den Taurus-Dämon oben nicht machen muss, ja, geht man einfach hier lang. So, jetzt kann man Folgendes tun. Man könnte jetzt natürlich auch die Hydra schon bekämpfen, weil, wenn mich nicht alles täuscht, wenn man die legt, muss man nicht wieder diese 20.000 hinlegen, um sich das Artorias-Wappen zu kaufen, dann kriegt man das so. Hab ich jetzt Bock auf die? Die ist doch so scheiße. Weil das ist eigentlich hier jetzt mehr oder weniger für den Durchlauf, den ich brauche, um meine Platin zu erreichen. Das ist eigentlich für mich alles nur noch optional hier. Ja? Ich muss hier nicht mehr rumturnen. Das ist... Ich muss hier nur durchlaufen, ne? Weil ich muss ja zum Wolf und Sif irgendwie kommen. Weil den möchte ich legen, damit ich auf jeden Fall schon mal den Ring fürs Abgrundschreiten habe. Weil nur wenn ich den gemacht habe, dann kriege ich das so. Ach ja, stimmt hier. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt verpassen. Gut. Was man mitnehmen kann, sollte man mitnehmen. So, ging es hier weiter, da hoch. Das Geile ist, ich bin jetzt echt total froh, dass ich das jetzt endlich mal hinter mir habe. Manchmal hatte ich echt so ein bisschen Durchhänger gehabt, wo ich mir so, boah, ja. Immer noch was zu tun, ja, das war dann echt fies irgendwann mal. Weil ich mir gesagt habe, Mann, hier kann das jetzt nicht endlich mal fertig sein. Ich glaube, die fallen jetzt auch nicht mit einem Schlag um, sondern zwei. Aber wenn man toll equipped ist. So, dann, wie gesagt, dann kann man hier, also den Taurus-Dämon kann man hier durch umgehen, indem man jetzt hier hinterläuft. Dann kommen wir rein, dann ist auf jeden Fall wieder unser großer Titanit-Dämon hier drin. Wir können uns mal die Stärke von dem mal kurz mal angucken, was er so drauf hat. Also er verträgt auf jeden Fall schon mal mehr. Und er ist ein bisschen wendiger geworden, habe ich das Gefühl. Ist nicht mehr so rostig. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Schnell was saugen. Ja, schießt du mal. Es bleibt einfach dabei. Ach Mann. Das Claymore ist für mich also die geilste Waffe im Spiel. Ja. Die und das Schlangenschwert. Ach, jetzt hau doch ab. Okay. Sind aus meiner Sicht wirklich die fantastischsten Waffen, mit denen man echt, wenn man jetzt so auf Kleriker-Typen steht wie ich, einfach geil. Ich zeige euch das nachher noch. Definitiv, also da mache ich bestimmt nochmal eine kleine Videoserie. Wenn ich anfange, so richtig PvP zu machen, dann mache ich mir echt so einen geilen Charakter. Das wird total Spaß machen. Ja. Okay. Da sind wir wieder. Gute! Well. Also wie gesagt, die ganzen Konversationen, die wiederholen sich. Ich klicke die jetzt einfach immer durch, weil Story-Modus haben wir gesehen. Jetzt nehmen wir nochmal die Geste hier. Hurra! So, wir können uns jetzt kaufen einmal das hier. Und den ganzen Kram hier, den man schon im ersten Durchgang gekauft hat, muss man hier jetzt einfach nochmal investieren. Hört auf, euch zu beschweren. So ist es. Habe ich die Geste Hurra jetzt mal irgendwo drin? Nee, gell? Müssen wir mal irgendwie mal reinkriegen, das Ding. Und zwar kann ich, glaube ich, dass das Verbeugen zeigen. Was war das hier? Ja, die tauschen wir mal aus, ne? Das ist Hurra. Da, genau. So. Wir nehmen immer, wenn wir mal hier Jungs treffen, die wir mögen. Mit den hier machen. Doch die falsche. Hurra, Schulterzucken. Gebet. Bescheuert. Ja, ist auch egal. Okay. Alle hopp. Wir gehen hier hoch. So. Und da sind wir schon hier. Da vorne ist schon Sens Festung. Ja.
Wenn man will, kann man ja nochmal in NG Plus diese Sigmar-Quest-Reihe probieren. Ich mache das nicht mehr, das könnt ihr vergessen. Ja.